Moin Leute, noch ein kurzes Vorwort, bevor es dann gleich wirklich losgeht. Es ist verdammt heiß hier in meiner Butze und deswegen sind mir schon ein paar Gehirnzellen weggeschimmelt. Es geht gleich los mit dem Video. Wenn ich mich ein paar Mal verhaspel, dann liegt das daran, dass meine Birne einfach Matsche ist bei dem hitzigen Wetter draußen. Habt ihr denn die Demo schon gespielt? Was heißt die Demo? Die Simulation? Wenn nicht, wollt ihr es noch machen? Oder was haltet ihr davon? Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, aber das seht ihr gleich im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Servus Leute, Heisenbergs Pre-FIFA ist hier und einmal kurz ein Video aus der Reihe, wie schon in den letzten Tagen des Öfteren. Ich wollte euch einmal kurz den FIFA World Cup Modus vorstellen. In diesem Jahr gibt's ja das kostenlos zum Runterladen. Wahrscheinlich haben das einige von euch auch schon gemacht. Auf jeden Fall wollte ich da gerne mal reinschauen und abchecken, was es da alles so zu sehen gibt. Hier hat man zu Beginn erstmal alle Gruppen in der Übersicht mit allen Teams. Das sind die richtigen Gruppen mit den richtigen Spielen in der richtigen Reihenfolge, in den richtigen Stadien. War eine meiner Meinung nach wunderbare Sache von FIFA. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich überlegt, wie viel man da auch sonst immer rein investiert, ist das wohl auch mal das Mindeste, was EA Sports da für einen tun kann. Und wenn man ehrlich ist, für ein DLC, was man hätte kaufen müssen, für einen 5er oder einen 10er, hätte man es wahrscheinlich auch gemacht. Bei Ultimate Team gibt es ja auch einige Änderungen, die habe ich jetzt hier nicht beleuchtet, weil mich Ultimate Team zwar auch interessiert, aber nicht unbedingt mein Steckenpferd ist und ich mich da nicht sonderlich gut auskenne. Ich habe hier dann mal mit Deutschland ein kleines Turnier gestartet. Wie gesagt, es ist alles mit den richtigen Stadien. Und dementsprechend dachte ich, spiele ich das einmal kurz durch. Ich habe 4 Minuten Halbzeitlänge eingestellt und auf Legende das Ganze angezockt. Es wird in dem Video ganz kurz immer zusammengeschnitten sein, wie die Spiele im Endeffekt ausgegangen sind. Ich werde den kompletten Turnierverlauf einmal zeigen. Hier habe ich jetzt einmal kurz meine Schnauze gehalten, um zu zeigen, die Nationalhymnen sind da auf jeden Fall von allen Teams, die ich bislang in diesem Turnier gesehen habe, und ich gehe davon aus, dass alle mit dabei sind. Das Spielfeeling ist etwas anders als das normale FIFA 18. Meiner Meinung nach etwas hölzern. Wer die Demo, oder was heißt Demo, wer das Spiel jetzt hier auch gespielt hat, wird sicherlich merken und begreifen, was ich meine. Es lässt sich etwas anders spielen. Man musste sich erstmal daran gewöhnen, meiner Meinung nach, aber dann kann man auch relativ gut ins Spiel finden. Die Originaltrainer sind teilweise vorhanden. Jogi Löw ist auf jeden Fall dabei, aber von den kleineren Teams ist das jetzt eher nicht der Fall. Bei Südkorea beispielsweise ist nicht der originale Trainer, bei Mexiko nicht. Und bei den oder bei anderen kleinen Nationen sicherlich auch nicht. Dann kann man auch noch sagen, was ein bisschen gut ist, kann man oben rechts sehen. Die Nachspielzeit wird angezeigt, wie in der Bundesliga mit den richtigen Anzeigen werden die da mitgelaufen. Und apropos mitgelaufen, es werden keine Konter in der letzten Minute, wie man gerade gesehen hat, abgepfiffen, wenn man auf dem Weg zum Konter ist. Dementsprechend kann man da seine Tore auch dann noch erzielen, wenn die Zeit vorüber ist, aber man alleine aufs leere Tor zuläuft, wird einem das nicht zurückgepfiffen. Meiner Meinung nach eine ebenfalls sehr gute Sache von FIFA. Im Dunkeln sieht das Ganze dann auch gut aus. Das hier ist das zweite Spiel gegen Schweden, ebenfalls sehr gut meiner Meinung nach gemacht. Hier diese Formationsansicht, auch eben original, wie das dann am Ende auch bei der originalen WM sein wird. Das werdet ihr dann ja auf dem Kanal vermutlich auch sehen. Wenn es dann im Endeffekt darum geht, Prognosen zu machen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschaltet. Ihr werdet sehen, wenn ich hier die Tore zusammenschneide, es sind ziemlich viele geworden, dass sie häufig mal sich doch recht ähneln, auf die Grundlinie laufen und dann einfach zurücklegen, sweaty goals oder so aus spitzem Winkel einfach ins lange Eck. Das ging meiner Meinung nach zu einfach in diesem Modus, um grammatikalisch richtig zu bleiben, und dementsprechend war es dann auch einfach, Tore zu erzielen, auch wenn es Legende ist, für mich gefühlt zumindest etwas einfacher als FIFA 18, aber das könnte auch daran liegen, dass ich nicht daran gewöhnt bin, mit Teams zu spielen wie Deutschland, die einfach eine brutale Stärke haben. Und so ging es dann auch gegen Südkorea im dritten Gruppenspiel weiter. Die wurden, muss ich leider so sagen, relativ zerberstet, aber wie gesagt, das liegt eben daran, wenn man mit so einer guten Mannschaft wie Deutschland spielt. Ich bin jetzt nicht der ultra kranke FIFA-Spieler, aber eben in so einer Situation gibt es dann auch mal ein Gegentor. Heung-Min Son, und wir wissen, es ist nicht FIFA 18, wenn Heung-Min Son gegen einen kein Tor erzielt.
hat er hier gemacht, aber in der zweiten Halbzeit konnte ich dann auch nochmal aufdrehen. Und allgemein, das Spielfeeling ist für mich extrem gut, mir macht es viel Spaß. Und alleine, dass alles original ist mit den Anzeigen und so weiter, hier sieht man es mal, Yogi Löw, original, der Trainer ist ein Generierter, wie wir ihn kennen. Dann haben wir hier im Überblick einmal, wer alles in die Gruppenphase bzw. in die K.O.-Phase eingezogen ist, wer die Gruppenphase überstanden hat. Dann ging es im Achtelfinale gegen die Schweizer. Da sieht man einmal schön den Turnierbaum und so wird es dann im Endeffekt aussehen. Brasilien beispielsweise hat es jetzt nicht geschafft. Gut, FIFA und Realismus ist ja immer noch mal eine andere Sache, aber ich habe mich hier versucht weiter durchzusetzen und immer wieder diese Tore zurückgelegt, dann einfach eingeschoben oder aus spitzem Winkel reingemacht. Hier ist mir jetzt sogar mal ein richtig schönes Tor gelungen, ein richtig schönes Tor. So, mein Gott, da verstolpert man schon die Worte. Mit Özil ein Lupfer rein, ja, und dann ging es mit 3:0 ins Viertelfinale. Hier sieht man wieder im Überblick den Turnierbaum. Finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht, wie es dann im Endeffekt auch wirklich aussehen wird. Gegen England wurde es dann schon schwerer. Ein besserer Gegner mit mehr Sternen als Bewertung, kann man schon sagen. Da wird es dann im Endeffekt auch immer schwieriger. Auch wenn ich zu Mexiko sagen muss, eigentlich auch durchaus besser erwartet hätte oder ich hätte sie besser erwartet, dass ich sie dann schlage oder Korea mit 6:1 wegfege, hätte jetzt nicht unbedingt gedacht. Südkorea, Entschuldigung, wir wollen ja auch politisch korrekt bleiben. Im Halbfinale ging es dann gegen Portugal, da wurde es relativ knapp. In der 81. Minute ist mir dann aber noch der Treffer gelungen, Goretzka mit dem 1:1 und kurz vor dem Schluss. Mario Gomez, sorry, wenn ich mich hier ein paar Mal verhaspel. Ich will das relativ schnell über die Bühne bringen. Was heißt über die Bühne bringen? Ich will es möglichst schnell euch zeigen, für die, die vielleicht nicht die schnelle Internetverbindung haben, um sich da schnell runterzuladen, dass sie trotzdem Eindruck von dem Modus jetzt schon haben und dann vielleicht morgen sich auch endlich drauf freuen können, das zu spielen. Dann ging es im Finale gegen Spanien. Ein, ja, bekanntes Duell auf europäischer Ebene, auch durchaus realistisch, das zu sehen dann im Endeffekt in Russland. Und auch kein FIFA 18 ohne Traumtore in den Winkel von Diego Costa. Konnte ich dann wiederum umbiegen. Also Tore sind wirklich relativ einfach zu erzielen. Man kriegt aber auch relativ schnell welche, wenn man gegen gute Gegner spielt. Dann ging es in die Verlängerung. Und es ging immerhin weiter Schlag auf Schlag. Dann der Vollsympath Sergio Ramos hat noch das 3:3 erzielt. Kann man ja von dem halten, was man will. Aber den hat er reingemacht. Trotzdem, ich habe noch das 4:3 erzielen können und das 5:3. Und dementsprechend konnte ich dann den Titel gewinnen und dann könnt ihr jetzt auch nochmal die Animation zum Ende hin sehen, wie es dann aussieht, wenn man sich in diesem Modus durchsetzt. Also, auf jeden Fall macht es extrem viel Spaß, hat mir Bock gemacht, das schnell durchzuspielen, dann einmal hier für euch zusammenzuschneiden. Wie gesagt, das ist jetzt hier nicht das professionellste oder das allerbeste Video auf meinem Kanal aller Zeiten. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Könnt ihr das euch nochmal ein bisschen hier anschauen am Ende. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. In der Videobeschreibung ist der Link zum WM-Tippspiel. Wer da Bock drauf hat, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein paar von euch dann noch sehen würde. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann mit den Prognosen zur WM spätestens zurück, aber es kommt auch noch eine Top 11 der zweiten Liga, wenn das interessiert. Naja. Sei mal dahingestellt, danke für die Aufmerksamkeit, bis dann, wunderschönen Tag und viel Spaß mit der FIFA World Cup Demo 2018.